irgendwo in Marrakesch sitzen oder in Spanien oder auf Mallorca mit einem LKW. Da könntest du locker jetzt hinfahren und die Sonne auf. Also ich sag mal, Fernfahrer, die viel in Süden sind, die sind immer knackig braun, denen geht's super. Also ich habe schon Wochen gehabt, da fährst du hier weg, echt, das war echt so Longschlüpferwetter. Und dann fährst du ein paar hundert Kilometer und dann kannst du dir echt geil die Sonne auf den Arsch brennen lassen. Das ist schon irre, ist das, ja. Ja, schauen wir mal. Sehe ich zu, dass ich wieder auf die Piste komme. Die Abenteuerlust lässt Piet nicht los. Kein Wunder. Über Jahrzehnte knatterte er im Fernverkehr durch Deutschland, Frankreich, Spanien bis hinunter nach Marokko. Bei mir war es immer so, ich habe Bock drauf loszufahren. Das heißt also, bei mir war es nie wichtig, dass ich abends zu Hause bin oder was. Sondern ich sag mal so, die Strecke, das ist immer mein Ziel. Und ich mag diese Dinger gerne fahren. Und einer, der gerne LKW fahren mag oder Auto fahren mag und nicht so an das häusliche Leben gebunden ist, den kann ich nur empfehlen, steig auf den Truck, das ist eine geile Welt für sich, weil das ist eine eigene Welt.